Eben schon. Ja, hallo liebe OrgaTV-Zuschauer. Wie letzte Woche schon angekündigt, haben wir heute eine Special-Sendung zu dem Beschluss bzw. dem Gutachten des Wissenschaftsrates. Viele von euch fragen euch wahrscheinlich, genauso wie ich mich das auch gefragt habe, was beschließen wir eigentlich? Wer ist das, der über unsere Zukunft an der Universität oder auch der Zukunft der Studenten an der FH entscheidet? Dazu haben wir von OrgaTV viele verschiedene Personen befragt. Wir haben es aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet und haben heute auch Professor Scholz bei uns live in der Sendung, der uns versucht, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen und uns ein paar Sachen vielleicht auch zu erklären. Ja, das mache ich doch gerne. Wir haben das Ganze jetzt pädagogisch, dramaturgisch geschickt aufgebaut. Ich hoffe, ich vergesse nicht dieses Mikrofon heute wieder. So, wir möchten mal ein bisschen zurückgehen in die Ausgangssituation. Warum passiert das Ganze eigentlich? Weil bevor man überlegt, was passiert, ist es manchmal ganz hilfreich zu gucken, warum das passiert. Das kann uns ja weiterhelfen. Ausgangspunkt der ganzen Diskussion war vor einigen Jahren, damals noch unter einer anderen Regierungskonstellation, die Idee, wir müssen so 4.000, 5.000 Studenten abbauen an der Fakultät, an der Universität. Das heißt, Universität soll kleiner werden. Und jetzt haben wir das Ganze mal hier uns dargestellt und jetzt versetzen wir uns mal in die Position eines Präsidenten. Ja, jetzt spielen Sie mal Universitätspräsident. Okay. Direkt befördert. Direkt befördert und Sie haben 8 Fakultäten vor sich. Ja. Ja, Sie haben hier eine Fakultät 2, Sie haben hier, was ist das jetzt? 4. Sprache und Literatur. Und Sie haben eine ganz kleine, das ist Physik, 740 Studenten. Und damit habe ich schon den nächsten Teil, der interessant ist, nämlich die Idee, Sie sollen ja eine große Anzahl von Studenten abbauen. So. Und vor dem Hintergrund ist es mal interessant zu wissen, wie viele Studenten haben jetzt haben die Fakultäten. Mhm. Ja, jetzt können Sie mal raten, also wenn Sie jetzt ein Präsident wären und Sie müssten jetzt 5.000 Studenten abbauen, was wäre das Erste, was Sie tun würden? Ja, ich hätte entweder anscheinend die Möglichkeit, mich mit mehreren kleineren rumzustreiten, dann habe ich aber wahrscheinlich direkt mehrere oder Baustellen sozusagen, oder? Richtig, Sie können anfangen. Sie können zum Beispiel anfangen, Sie nehmen Physik, dann haben Sie 47 abgebaut. Ja. Dann nehmen Sie, was haben Sie hier noch drauf? Das, Chemie, haben Sie 1.000 abgebaut. Haben Sie zusammen wie viel dann? 1.700. Oh. Reicht immer noch nicht. Dann nehmen Sie Kulturgeschichte dazu, haben Sie 1.200. Ja, reicht 2.900. Immer noch nicht. Nein. Ja? Dann nehmen Sie Mathematik, 1.600. Und jetzt langsam kommen Sie in die Größenordnung, die Sie bräuchten. Ja. Das heißt, die zweite Strategie ist? Ich gehe direkt zu den großen Fischen. Und genau, Sie gehen zu den großen. Und damit haben Sie 2 Würfel nur noch zur Auswahl. Ja. So, gucken Sie an, welche das sind. Wir haben hier F1, das ist Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Ja, und damit hätte ich direkt meine 5.000 abgehakt. Richtig, Sie hätten abgehakt. Knapp, Medizin ist schon kleiner, ist 2.700. Ja. Das ist jetzt nicht ganz maßstabsgehörig, aber der ist nur 2.700. Der würde gar nicht reichen. Ja. Da müssen Sie noch einen kleinen dazulegen. Mhm. Okay? Ja. Das heißt, die einfachste Idee ist, wenn Sie Präsident wären und Sie müssen irgendwas abbauen, Sie konzentrieren sich mal auf den großen Block. Mhm. Ja, und dann wird ein Wissenschaftsrat eingeladen. Und der guckt uns an und ich glaube, Sie haben ja einen Film vorbereitet über die Idee, was ist ein Wissenschaftsrat? Genau, es war ja jetzt die ganze Zeit die Rede von dem Gutachten des Wissenschaftsrates und wir haben uns dann mal gefragt, wer ist denn dieser Wissenschaftsrat, der vor allem unserer Fakultät auch an den Kragen will und was haben die eigentlich in diesem Gutachten festgestellt? Und das seht ihr in dem nächsten Beitrag. Der Wissenschaftsrat setzt sich für die einzelnen Gutachten aus jeweils bestellten Mitgliedern zusammen. Und der Wissenschaftsrat, der die Universität des Saarlandes in einer Kommission begutachtet hat, setzt sich aus einer Mischung von Professoren und Professorinnen von unterschiedlichen Hochschulen und Universitäten aus unterschiedlichen Fachgebieten zusammen, die sich ein gemeinsames Bild über die Hochschullandschaft des Saarlandes gemacht haben. Auffallend aus meiner Sicht, und das hat mich sehr gewundert, als ich das Wissenschaftsratsgutachten gelesen bzw. die Mitgliederliste studiert habe, ist, dass in der Gutachtergruppe für die Begutachtung
unserer Hochschulen im Saarland kein einziger universitärer betriebswirtschaftlicher Professor anwesend war. Das Gutachten des Wissenschaftsrates nennt keine definierten Kriterien, nach denen es vorgegangen ist. Man findet eine Mischung aus verschiedenen Kriterien, einerseits Sparüberlegungen, andererseits ab und an fachlich-wissenschaftliche Kriterien. Insgesamt lässt sich sagen, es ist keine saubere Trennung vorgenommen worden in der Abwägung zwischen den einzelnen Kategorien, sodass sich die Empfehlung nicht genau nachvollziehen lässt. Der Hintergrund des Gutachtens ist ja eigentlich, der Auftrag wurde gegeben aus den Überlegungen der Sparmaßnahmen. Es ist ja auch nicht klar, also es geht auf jeden Fall aus dem Gutachten nicht hervor, wie durch eine derartige Business School Geld gespart werden soll. Es ist zu vermuten, dass Geld dadurch gespart werden soll, dass dann die Anzahl der Studierenden drastisch reduziert wird. Aber das geht eben nicht klar aus dem Gutachten hervor. Ja, es geht in erster Linie halt um Einsparung bei der Bildung. Und das ist immer falsch, grundsätzlich. Gerade auch in einem Land, das auf Bildung aufbaut. Also wo es auch wichtig ist, wissenschaftlich arbeiten zu können, was man größtenteils an der Uni macht. Da die Ausbildung an der Uni Saarbrücken eine ganz andere ist wie die auf der HTW. Ich war in sehr schwierigen Zeiten damals, vor 10 Jahren nochmal, verantwortlich für eine gut 10-prozentige Budgetkürzung. Und ich kann aus der Geschichte berichten, das war eine absolute Kernarbeit mit dem Ziel, eine leistungsfähige Universität des Saarlandes zu erhalten. Und das ist in unzähligen Gesprächen, Verhandlungen, Sitzungen, 100-Stunden-Wochen tatsächlich auch gelungen. Und das noch in der alten Universitätsstruktur, in der wir noch nicht diese modernen Management-Prinzipien beachtet haben in der Führung wie heute. Und auch damals gab es massive Forderungen aus der Universität, in der Universität und in der Medienwelt zu fokussieren, ganze Fachbereiche zu schließen. Das sollte als Allheilmittel dienen. Und es hat sich, da wir es anders hingekriegt haben, ich darf noch mal sagen, 15 Millionen bis 20 Millionen als blanker Unsinn erwiesen. Das Gutachten setzt beispielsweise einige Prämissen wie ein Ausbildungsniveau auf Ebene der Hochschule für Technik und Wirtschaft sei für die saarländische Wirtschaft ausreichend, so heißt es im Wortlaut. Natürlich sind wir uns in der Abteilung bewusst, dass jeder einen Sparbeitrag bringen muss. Dazu sind wir auch bereit. Inwieweit universitär insgesamt Einsparmöglichkeiten schnell greifen, wird man sehen müssen. Ein universitäres Gebilde verfügt über große Remanenzkosten, sodass auch kurzfristig ergriffene Maßnahmen, die zum sofortigen Rückgang der Studierendenzahlen führen, nicht unmittelbar finanzielle Ergebniswirkungen zeigt. Offensichtlich ist das Budget von 141,3 Millionen auf inzwischen 184 Millionen Euro gestiegen. Das sind gut 30%. Gleichzeitig ist das Budget der Wirtschaftswissenschaft bei 6 Millionen geblieben, das unserer Fakultät bei 12. Das heißt, in anderen Bereichen wurde um etwa 35% aufgestockt. Wenn man einen ausgewogenen, einen klugen kaufmännischen Plan macht, mit den Menschen redet, wenn man deren Befindlichkeiten sieht, dann ist es völlig problemlos, diese 6 Millionen im Sinne eines ehrbaren Kaufmanns durch Kürzungen in allen Bereichen, vielleicht durch auch stärkere Kürzungen in einzelnen kleineren Bereichen zu realisieren. Aber dazu ist ein kluges, ausgewogenes kaufmännisches Verhalten auf der Basis der ehrbaren Kaufmannsdefinition nötig. Ich denke, dass es dennoch in vielen Punkten Ansätze gäbe, durch eine Zusammenarbeit, ob jetzt schon institutionalisiert im Rahmen einer wie auch immer gearteten Business School oder zunächst in rein operativer, eher losgelöster Art und Weise hier zusammenzuarbeiten, würde für alle Vorteile bringen können. Einige Stellen, die ja doppelt besetzt sind, werden ja gekürzt, ist ja klar, und gehen wird oft der bessere. Ich würde als ersten Impuls daraus mitnehmen, dass Universität und HTW, im Speziellen auch die Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften, sich zunächst einmal besser kennenlernen.